Knack, knack. Hallo und herzlich willkommen. Oh, wer ist das denn? Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Ich bin mir nicht sicher, ob Gabriel so nicht doch hier ist. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück bei LA Noir. Da komme ich nicht rein. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. Kann ich mir das Papier da angucken? Already he worked hard to provide for us. Serving breakfast for two. Anna, you should have cleared up. One won't be seeing Papa for a very long time. Da komme ich raus. Tee ist fertig, okay. Was haben wir hier hinten Schönes? Anscheinend nichts, okay. Was ist das da? Ein Amulett, anscheinend. This doesn't pertain to the case. Das ist hübsch. Und das da ist, doesn't look like anything. Ja, das finde ich auch. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht eine Zigarre. Was haben wir hier unten? I doubt it. Aber ich will doch lesen, was draufsteht. Nina, Nino. Ach, Namen für einen Jungen. Für das Baby, wenn es ein Mädchen und wenn es ein Junge wird. Interessant. Dann komme ich nicht weiter. Okay. Dann bleibt uns nur der Weg auf den Balkon. Oder was auch immer das ist. Einen Garten. Oh, da hinten komme ich auch rein. Interessant. Na, dann gehen wir mal hier hinten. Können wir rein? Nee. Okay, dann gehen wir nach unten. Da unten können wir auf jeden Fall rein. Ah, man kann nicht springen. Wenn wir nicht schnell unterwegs sein müssen, können wir auch nicht springen. Das ist interessant. Okay, dann auf in den Gartenschuppen. Hier ist eine Schaufel. Ah, was haben wir denn da? Kalifornien PR. Diplomatic license plates. Und das hier ist unwichtig. Optimistic call. Ja. Sehr schön. Was ist das da? Was ist das? Ein Brecheisen? Nothing significant. Ah, ein Brecheisen. Okay. Das ist ein Reifen. Das ist ein Reifen. Einer war aus dem Kofferraum raus. Looks like Valdez gets his wheel back. Hier kann ich nicht viel mit anfangen. Ein Hammer und ein Schraubenschlüssel. Ja, kann ich mir angucken, aber wird mir nicht viel sagen, oder? Probably nothing. Ja, und den Hammer auch nicht. Circumstantial. No. Okay. I knew that. Okay. Was haben wir hier noch so Schönes? Nichts. Nicht wirklich viel. Ah, hier geht fest. Okay. Da hinten ist noch irgendwas. Oder? Nee. Doch. Was ist das? Meißel. This isn't what we're looking for. Okay, nee. Gut. Ich glaube, das ist alles.
Bin mir aber nicht sicher. Aber gut. Gehen wir mal wieder hoch. Frühstück für zwei, aber um 2 Uhr nachmittags? Sehr seltsam. Sehr seltsam. Ist die Frau Student? Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Also auf jeden Fall ist das nicht das Fahrzeug, was wir da gesehen haben. Kann mich jetzt unterhalten? Kann ich auch einfach wieder gehen? You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Also, das ist eine totale Lüge. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Aber was ist mit den Frühstückstellern? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Das ist schwierig. Also es ist auf jeden Fall keine Lüge. Aber es wird höchstwahrscheinlich auch keine Anzweiflung die Stadt geben müssen. Obwohl, es wäre so einfach, wenn es das wäre. Er hat sie beleidigt. Der Kunde hat sie beleidigt. Ich weiß leider noch nicht viel über den Kunden. Okay. Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. We found a license plate matching our stolen vehicle. Mister. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Vorhin hat sie anders geguckt. Oder nicht? Ja, vorhin hat sie anders geguckt. Das muss die Wahrheit sein. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Starlight. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get him off the street. Ja, aber erstmal gehen wir doch mal zu dem Typen. So, ja. Zu Ruhren. Weil wir haben den schon lang genug rumsitzen lassen.
Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Yep, that's me, the cop who got promoted. Zentralrevier, bitte. Yep. Ecke Förstern Hill. Auf geht's. You got something against sirens, Phelps? Das ist eine gute Idee. Dankeschön. Da komme ich auch nicht lang. Was ist das für eine behinderte Straße? Wer denkt sich sowas aus? Da geht's auch nicht lang. Oh man. Okay, das war. Ah, das war gekonnt. Das sah jedenfalls so aus. Take the next left. Okay, next left. Wow. Das war knapp. Und da sind wir auch schon. Oh, das war sogar halbwegs gut eingepackt. Ecke Fürsten Hill. 5.50 Uhr am Abend. Oh, den armen Mann haben wir ein bisschen warten lassen. Do you have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. No, not me. Ist gerade aufgefallen, dass die Uhr sogar die Zeit anzeigt, die wir gerade haben. Anscheinend. Also nicht Realtime. Realtime ist ein bisschen spät. Na gut, dann hauen wir mal den Typen an. Vielleicht kann er uns was sagen. Are you the senior officer I requested? I'm natürlich. Detective Phelps and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate and you keep me here. A common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Es sind nur 3 Stunden. I insist on my full title. Generalkonsul. Ich wusste, dass ich den warten lassen wollte. My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Ich zweifle das mal an. Ich zweifle das mal an. Bought a Packard, Valdez. A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Don't tell that to the Argentine taxpayers. William Dewey. Wer war das nochmal, William Dewey? War das der Autoverkäufer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Diebstahl. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Ja, das ist auch eine Anzweiflung. Yep. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you gonna tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Yeah. Ich weiß nicht, ob er uns anlügt. Also anzweifeln muss ich ihn auf jeden Fall diesmal nicht. Aber ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist oder ob er uns anlügt.
Wäre natürlich scheiße, wenn Anzweifeln jetzt rausfliegt, wenn ich die Intuition einsetze. Aber was soll ich eigentlich da anzweifeln? Ich könnte anzweifeln, dass da wirklich nur... Attention! Ja. Achtung. Ich nehme den Punkt. Scheiß drauf. Ja. Komm. Dann ist es die Lüge. Ich wusste es. You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Ja, sind Sie sich sicher da, Mr. Valdez? Ich habe nämlich hier ein kleines Notizbuch. Danny, Ben, Miguel, Tristan and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. I want to make homicide. You know you made. Kann ich den wegen den kleinen Kindern nicht irgendwie dran kriegen? Mein Gott. Ja, den brauche ich jetzt auch. Piece of junk. Da macht sich an kleine Kinder ran. Gott, wir Perverse. Okay. Auf den Schrecken brauche ich erstmal einen Drink. Man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Eleanor. Mach's gut, Leute. Und immer schön auf der rechten Bahn bleiben, ja. Man sieht sich. Bye.